Beim Malen hält er sich genau an die Regeln. Er arbeitet immer von dunkel nach hell. Beginnt also mit der Skizze, dem Grundgerüst seiner Landschaft. Diese arbeitet er aber nicht detailliert aus, sondern tastet sich mit vielen kleinen Strichen in die Form der Landschaft hinein. Daraus entsteht eine lockere Skizze, die das Motiv erkennen lässt. Trotzdem ist noch alles offen, Korrekturen jederzeit möglich. Anschließend beginnt er dann mit der farblichen Ausarbeitung seiner Skizze. Erst trägt er vorsichtig, ja fast zaghaft, die erste Farbe auf. Er strichelt hellere und dunklere Töne ungleichmäßig auf das getönte Papier. Außergewöhnlich ist hier, dass er jeden seiner Finger wie ein Pinsel benutzt. Es scheint, als würden seine Hände über das Papier tanzen. So wie ein Dirigent das Orchester leitet, weist er der Farbe ihre Fläche zu. Der Zeigefinger schiebt die Farbe nach oben, der Daumen schwächt den Strich wieder vorsichtig ab. So bestimmt er den Tonwert eines jeden Pigmentkorns. Mit dem Handballen werden die Flächen abgeschwächt oder die Farbe neu zugeordnet. Die Farbe muss bei Hermann Hormann atmen können, darf nicht durch zu viele dicke Schichten erstickt werden. Deshalb versucht er, die Farbe mit seinen Händen zu fühlen, verleiht ihr dadurch Leben. Es scheint, als würde die spärlich eingesetzte Farbe auf dem Papier aufgeräumt. So entstehen feine, transparente Farblasuren, deren Intensität durch seine Finger gesteuert wird. Musik.